anderen Tage besinnliches Wort. Man sieht von uns heute Stupide und Stopp. Als Kind ist das super hier, aber irgendwann musste ich weg. War zu klein irgendwann oder zu eng. Also, ja. Als wir angefangen haben, damals in Wedel mit Hip-Hop zu machen, das war so Anfang, Mitte der 90er, als diese erste große Hip-Hop-Welle war, da war es schon auch, ging auch ganz schön viel in Wedel. So. Da waren viele Leute, die sich dafür begeistern konnten. Und dann hat ja auch Fettes Brot hier in der Villa mal gespielt und auch Beginner und so, die damals halt noch keiner kannte. Und in der Zeit haben wir auch angefangen, Hip-Hop zu machen und zu rappen. Und jetzt ist das so 15 Jahre her und jetzt, das letzte Mal in Wedel war ich so vor 7 Jahren ungefähr. Und das ist schon ein komisches Gefühl, jetzt wieder hier zu sein. Wie lange halte ich das aus? In meiner Tasche die Faust. Wann bin ich jetzt? Es ist schon ja so, dass wir ganz bewusst und ganz oft so linke Themen aufgreifen und so. Und es ist schon so, dass wir auch teilweise jüngere Leute ansprechen und die eigentlich Rap mögen, aber die denen in Deutschland eigentlich, oder was heißt in Deutschland ganz oft, was Hip-Hop oder Rap angeht, nur so ein, ich sag mal, inhaltlich ziemlich viel Schwachsinn geboten wird. So. Und wenn die dadurch eine Alternative haben und vielleicht einmal drüber nachdenken, dann haben wir ja schon ein bisschen was erreicht. So, ne? Also. Schreibe so viel, Mann, ich bleibe im Spiel und das, was ich nicht sage, steht zwischen den Zeilen. Wir sitzen zusammen im sinkenden Boot. Sie sagen spring und dann springen sie hoch. Wir finden das doof, aber was sollen wir tun? Feier mit uns und dann lass uns in. Also ich beschäftige mich ja privat auch ganz viel damit, mit solchen Themen. Ich arbeite halt im sozialen Bereich oder habe viel im sozialen Bereich gearbeitet. So. Da kriegt man ja Sachen mit, die vielleicht so ein, jemand, der nicht im sozialen Bereich arbeitet, der sowas gar nicht mitkriegt, so solche Missstände. Und bin auch schon ganz lange so engagiert in so Antifa-Sachen, das zu unterstützen und so. Ich finde es einfach wichtig, also für mich privat so. Und eigentlich kann man auch gar nicht sagen, dass Hip-Hop, dass das so komisch ist, dass sich Hip-Hop damit beschäftigt, weil vom Ursprung her ist Hip-Hop eigentlich eine sozialkritische Bewegung gewesen oder Richtung gewesen. Und als ich angefangen habe, war es auch noch viel mehr, also diese Anfang, Mitte der 90er, als Hip-Hop anfing in Deutschland, gab es noch viel mehr so Songs gegen Nazis oder sowas. Das hat dann irgendwann abgenommen, dann kam irgendwann diese Gangster-Rap-Hype. Wie lange halte ich das aus? In meiner Tasche die Faust. Wann bin ich denn nicht zu Hause? Es sind jetzt alle Mütter gefickt worden und jetzt können die Leute auch mal wieder Texte vertragen, die so ein bisschen mehr Inhalt haben. Ich glaube, die Kinder haben auch langsam keine Lust mehr drauf, das immer zu hören. So. Ist auch, ich finde es auch teilweise, was da gerappt wird, unerträglich. So. Ich finde, da muss den Kindern auch mal eine Alternative geboten werden, dass du Rap hören kannst, ohne dass du immer irgendwelche sexistische Scheiße dir anhören musst. So. In meiner Tasche die Faust. Schönen guten Abend, Wedel! Dankeschön, Dankeschön. Mein Name ist Captain Gibbs. Gibt es hier noch alte Wedler, die sich an Captain Gibbs, das Original, erinnern können eigentlich? Ja!